Hallo, ihr Lieben. Auch diese Woche hat mich wieder eine Frage von euch erreicht. Und zwar eine Dame aus Detmold schreibt mir: Liebe Frau Wenzel, in letzter Zeit habe ich große Probleme mit Schlafstörungen bekommen. Meist dauert es schon eine Weile, bis ich einschlafen kann, und spätestens um 4 Uhr bin ich wieder hellwach und kann nicht mehr einschlafen. Ich fühle mich tagsüber schlapp und ausgelaugt. Ich habe sowohl Schlafmittel als auch Hausmittel wie Lavendel und Baldrian zur Entspannung ausprobiert. Allerdings hat mir davon nichts auf Dauer weitergeholfen. Haben Sie für mich weitere Mittel, die ich ausprobieren kann? Das habe ich natürlich. Was Sie ausprobieren können, ist ein Schlaftrunk. In diesem Schlaftrunk sind tryptophanhaltige Lebensmittel drin. Tryptophan, muss man dazu sagen, ist eine Aminosäure. Und zwar eine, die der Körper nicht selber herstellen kann. Das heißt, er muss Tryptophan über die Nahrung zu sich nehmen. Tryptophan aus dieser Aminosäure baut der Körper weitere Botenstoffe, unter anderem das Serotonin, das sogenannte Gute-Laune-Hormon, und auch das Melatonin, und das nennt man nämlich auch das Schlafhormon. Also können Sie sich einen solchen Trunk selber machen, indem Sie abends etwas Kuhmilch oder auch Sojamilch erwärmen. Da kommen rein 2 Prisen Zimt. Es kommt rein 1 Teelöffel Cashewmus und 1/2 Teelöffel Backkakao. All diese Lebensmittel enthalten nämlich viel Tryptophan. Das trinken Sie und gehen danach dann ins Bett. Das kann man ruhig über einen längeren Zeitraum machen, um, wie gesagt, dem Körper viel Tryptophan anzubieten. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße, eure Melanie Wenzel.